können wir jetzt denn solche Forderungen gestellt werden von Gewerkschaftsseite? Und wie schwierig wird es, höhere Löhne durchzusetzen? Also die Forderung ist, passt absolut in die Zeit. Aber ich gehe darauf gleich nochmal ein, weil einen Punkt muss man nochmal korrigieren. Wir haben in den letzten 7, 8 Jahren eine Lohnentwicklung gehabt, die real minus bedeutet. Das stimmt nicht, was Sie sagen. Erzählen Sie wieder über Energiepreise. Die Sie haben mir gerade was erzählt über Lassen Demokratie. Lassen Sie doch mal bitte Herrn Schlecht jetzt reden. Das würde ich Ihnen jetzt auch gerne vorhalten wollen. Also wir haben eine Entwicklung in den letzten Jahren, dass die Reallohnentwicklung nach unten geht und die Energiepreisprobleme haben wir auch eher in der kürzeren Achse. Und das Entscheidende ist, dass in diesem letzten wirtschaftlichen Aufschwung, den wir jetzt hatten, der schon jetzt dabei ist, kräftig wegzurutschen, das war der erste wirtschaftliche Aufschwung, der lief in den Jahren 2004 bis eben in die Gegenwart so in etwa. Und das war der erste wirtschaftliche Aufschwung in der Nachkriegsgeschichte, der bei den Menschen nicht angekommen ist, wirtschaftspolitisch formuliert. Es hat keine Steigerung bei der konsumtiven Binnennachfrage gegeben. Und dies hat maßgeblich dazu geführt, dass der wirtschaftliche Einbruch nicht erst mit der Finanzmarktkrise begonnen hat, sondern der hat mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr früher begonnen. Und dass der Aufschwung nicht bei den Menschen angekommen ist, dass die Binnennachfrage nicht angezogen hat, sondern dass die eher unter der Wasserlinie abgetaucht ist, das ist Resultat der Agenda 2010-Politik. Und das ist historisch zum ersten Mal durch eine politische Intervention, um es mal wirtschaftstheoretisch zu formulieren, ein konjunkturzyklisch vorzeitig abgebrochen worden ist, weil verhindert worden ist, dass auch die Menschen von einem Wirtschaftsaufschwung profitiert haben. Die ganze Sie sollen noch was sagen zu den Gehaltsforderungen. Ja, die ist absolut richtig, weil es wäre außerordentlich verdienstvoll, wenn meine Kollegen von der IG Metall diesen Forderungen durchsetzen können oder einen sehr großen Teil davon durchsetzen können. Das riesengroße Problem, das wir in Deutschland haben, aufgrund auch dessen, was ich eben zuvor gesagt habe, ist eine viel zu schwache Binnennachfrage. Und wenn die Binnennachfrage in Deutschland nicht endlich umgekehrt wird, dass nämlich die breite Masse der Menschen wieder deutlich mehr Geld bekommen, und sie haben ja deshalb auch zu wenig bekommen durch die politischen Interventionen, dann werden auch alle Versuche, die Finanzmarktkrise zu stabilisieren, werden nur sehr bedingt oder gar keinen Erfolg haben, weil ohne eine Stabilisierung in der Realwirtschaft bevor ich Herrn Eichhorst das Wort gebe, gerne noch einmal das Statistische Bundesamt zitieren. Das hat am Dienstag mitgeteilt, dass die Gehaltssteigerungen in Deutschland werden durch die Inflation zunichte gemacht. Die tariflichen Monatsgehälter der Angestellten zwischen Juli 2007 und Juli 2008 stiegen um durchschnittlich 2,9%. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im gleichen Zeitraum dagegen um 3,3%. Soweit das Statistische Bundesamt. Herr Eichhorst, welchen Gefallen tut die IG Metall dem Aufschwung der Wirtschaft, wenn sie 8% fordert? Also die Gehaltsforderung der IG Metall von 8% kommt sicher auch ein bisschen aus einer anderen Zeit. Die Situation hat sich in den letzten 4 Wochen doch grundsätzlich verändert. Ich denke nicht, dass sie gut beraten ist, das durchzusetzen, und das wird auch in der Praxis nicht passieren. Aber Herr Brauxi besagt, es geht uns nicht so schlecht, die Löhne werden steigen. Uns geht es nicht so schlecht, aber uns geht auf jeden Fall schlechter, als wir das vor 4 Wochen noch angenommen haben. Man muss aber auch sehen, die Metallindustrie ist auch eine der Branchen, die am meisten sozusagen den sogenannten Verteilungsspielraum hat ausschöpfen können über die letzten Jahre hinweg. Hier gab es sozusagen reale Lohnsteigerungen um 30%. Das ist also durchaus bemerkenswert. Insofern besteht auch hier gerade im Metallbereich sicher am wenigsten Nachholbedarf. Und wir haben auch eine ähnliche Situation jetzt möglicherweise wie in der Mitte der 90er Jahre. Da sind wir auch mit relativ starken Lohnanhebungen in der Metallindustrie dann in eine ökonomisch sehr schwierige Situation reingegangen, die dann eben auch auf Kosten der Arbeitsplätze gegangen ist. Ich befürchte, dass ein ähnliches Phänomen dann im nächsten Jahr hier doch auch Platz greifen dürfte, wenn wir jetzt sozusagen einen sehr hohen Abschluss treffen. Es spricht vieles dafür, hier für das abgelaufene und jetzt auch noch ganz gute Jahr relativ große Einmalzahlungen vorzunehmen und insgesamt sozusagen die lineare Tarifanhebung etwas moderater ausfallen zu lassen, um eben keine besonderen Belastungen in das nächste Jahr mitzunehmen. Herr Breitschall, können Sie das verstehen, dass man in bestimmten, in knappen Zeiten sagt zu seinen Mitarbeitern, wir müssen jetzt alle ein bisschen den Gürtel enger schnallen und da muss man jetzt ein bisschen weniger verdienen und danach gibt es vielleicht mal wieder mehr? Das Verständnis hätte ich, wenn man wirklich, also bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Wenn es eben richtig gut geht, dann den Mitarbeitern eben genauso offen entgegen sagt, jetzt ist es auch in der Zeit, jetzt bekommt er eben mehr. Dann hätte ich ja wirklich, da würde ich da mitgehen, aber das bezweifle ich.
Ich sehe es nämlich immer, dass man auf Seiten der Manager nach uns, dem Staat, schreit, wenn es schlecht geht und wenn man Geld braucht. Aber sobald die Gewinne eben wieder dementsprechend sind, dann ist nicht nur der Staat, sondern auch der Angestellte steht an zweiter Stelle. Und die Forderungen, die dann gestellt werden, die werden dann mit den gleichen Argumenten wieder plattgebügelt, dass wir werden unseren Aufschwung dann damit wieder bremsen und. Also ich bin sicher, dass wir hier in Deutschland den Binnenmarkt unbedingt stärken müssen. Denn die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ein Job im Niedriglohnsektor einen nach sich zieht. Sie müssen ja mal sehen, wer wenig Geld hat einzukaufen, wir verdiscounten unser Land. Gehen Sie mal durch Fußgängerzonen. Das sind ja nicht nur Lebensmittel mehr, die bei uns discounted werden. Es wird alles verdiscounted. Letztendlich subventionieren wir Billigwaren aus China damit. Und wenn es jetzt schlechter geht, so wie in der Automobilindustrie das angekündigt wird, dass man wahrscheinlich auf Mitarbeiter von Zeitarbeitsfirmen jetzt zeitweise verzichten wird, merken Sie das oder wie war da Ihre Erfahrung, dass es dann wirklich Arbeiter erster und zweiter Klasse gibt und dass man sich merkwürdig beäugt und hofft, dass dann der eine vielleicht lieber geht als der andere? Also eins ist sicher, der Leiharbeiter wird gehen. Mhm. Ich nenne sie sind für mich die Phantome der neuen Arbeitswelt. Das heißt, sie haben keine vertragliche Bindung und man kann sie eben von jetzt auf gleich. Wie werden die von den anderen gesehen? Natürlich als direkte Konkurrenz. Wenn ich an meine Maschine denke, an der ich gearbeitet habe mit 6 Personen, da waren nur noch 3 Werkstarifliche und 3 Leiharbeiter. Das heißt, der Werkstarifliche, der hat Angst um seinen Arbeitsplatz, denn der hat die Zukunft, sieht er ja schon vor sich. Er hat ja schon 3 werkstarifliche Arbeitsplätze gehen sehen. Mhm. Und da herrscht eine Angst, die enorm ist. Das heißt, die Belegschaft ist wieder gespalten, die Gewerkschaft nahezu entmachtet in diesen Industriebetrieben, nahezu entmachtet. Dass man sagen muss, wenn dann nicht endlich, und da muss staatlich eingegriffen werden, wenn dann nicht endlich das eingegriffen wird. Das wäre mit einem Mindestlohn in der Zeitarbeitsbranche. Mit einem Mindestlohn und endlich aufhören mit diesen Kombilöhnen, Zahlen an noch eine Industrie, die hohe Gewinne macht. Nun gibt es aber auch Menschen, die von einer Zeitarbeitsfirma dann doch vernünftig übernommen werden. Herr Schlecht, gibt es irgendwas, was Sie positiv sehen können? Kaum. Also die Übernahmen, dass Menschen aus der Leiharbeit übernommen werden, ist nach unserem Kenntnisstand außerordentlich gering und eine Ausnahme. Und die negativen Effekte sind dramatisch überwiegend. Von daher sind das alles Arbeitsverhältnisse, die über weite Strecken unzumutbar sind und unmenschlich sind. Man müsste also wieder zu ganz anderen Fällen. Ich will aber noch einen Punkt dazu sagen. Darf ich nur einen Satz noch kurz sagen? Weil wir eben bei den Löhnen über die Lohnentwicklung diskutiert haben. Man muss natürlich sehen, dass in den letzten, seit 2000, die Gewinne der Unternehmer um 50% angestiegen sind. Und die Löhne sind im Grunde so leicht unter der Nulllinie dahergelaufen. Und in solch einer Situation jetzt davon zu reden, eine Lohnerhöhung der IG Metall von 8% sei zu hoch, das ist nur wirklich skurril, sondern die ist mehr als angebracht. Ja.